Marco Formane. Großen Applaus, bitteschön. Ja, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Ich bin Best Ager, das stimmt. Ich frage mal, wer ist heute hier, der ist unter 30? Mal klatschen. Seht ihr, was euer Problem ist? Ihr seid raus aus allen Entscheidungen, die dieser Gesellschaft getroffen wird. Es gibt nicht mehr genug von euch. Ihr seid am Ende. Einfach am Ende. Wobei, ich muss gestehen, ich habe zwei Kinder. Also ich habe einen Sohn, der ist jetzt, ich schätze, der ist... Nein, ich weiß, der ist 21. Nein, ich weiß, der ist 21. Und ich habe eine Tochter, die ist jetzt 24. Und die waren unlängst, also die haben beide schon eigene Wohnungen, die waren unlängst bei mir und meiner Frau zu Hause in der Wohnung, haben uns besucht. Da muss ich kurz noch was einfügen. Ich habe irgendwo gelesen oder in einer Dokumentation gesehen, dass Löwenjunge nach 6 Monaten nach der Geburt, 6 Monate nach der Geburt, mit auf der Jagd sind und selber jagen. Mein Sohn kommt mit 21 bei uns in der Wohnung rein, schaut mich an und sagt, habt ihr was zum Essen? Ich verstehe es nicht, ja, die Biologie verstehe ich. Egal, die waren beide bei uns. Ich habe meine Frau geholt, Schatz, komm her, wir haben eine Riesenchance, komm her. Sagt was willst du, komm, stell dich zu mir ins Wohnzimmer. Dann habe ich ihre Hand genommen, bleibt da stehen. Warum, bleib stehen, passt schon. Dann habe ich die Kinder gerufen. Dann sind die Kinder reingekommen und haben gesagt, servus Kinder, seht ihr uns zwei? Ja, Papa. Seid ihr sicher? Ja, Papa. Seht ihr die Mama und mich wirklich? Chill mal, Alter, wir sehen dich. Ja? Sag ich, okay, super. Seht ihr, wisst ihr, wer das ist? Die Mama und ich? Wisst ihr, was wir sind? Wisst ihr, was wir sind? Wir zwei sind die letzte Erbengeneration. Ihr kriegt gar nichts mehr. Wir leben nach dem Motto Reisen vor dem Sterben, sonst reisen nur die Erben. Ja? Sehr lustig, Papa. Na, ich habe großes Glück. Ich habe eine Frau getroffen vor über 30 Jahren, meine Frau, die damals beschlossen hat, mich zu ihrem Sozialprojekt zu machen. Davon lebe ich super bis heute. Ich darf auch, das ist total genial. Ich selber bin, ich bin Best Ager, ich bin 58. Ich fühle mich nicht so. Also ich muss sagen, ich fühl mich eher wie ein 25-Jähriger gefangen im Körper eines 58-Jährigen, aber mit Kreditkarte. Das ist cool. Ich kann den Jüngeren nur sagen, wenn ihr Glück habt, lange mit jemandem zusammen seid, den ihr liebt und wenn es euch halbwegs gut geht, das ist ein geiles Alter. Es ist total super. Was ich zugebe, es gibt kleine Kleinigkeiten, die dann einem schon auffallen. Zum Beispiel mein einziges Problem im Älterwerden ist nicht das Älterwerden an sich, sondern ist die Tatsache, dass mein Gehirn scheinbar nicht begreifen will, wie alt ich inzwischen bin. Ich gebe euch ein Beispiel. Mein bester Freund, der ist auch so in meinem Alter und der ist seit über 20 Jahren geschieden, der sucht noch immer oder schon wieder eine neue Frau. Und dann ruft er mich an und sagt immer, komm Nico, wir gehen Frauen schauen. Ja, so nennt er das, Frauen schauen. Und ich darf mitgehen, weil ich bin sein Wingman. Ja? Dann ruft er mich unlängst an und sagt, Nico, wir gehen weg heute, vor 3 Wochen. Sag ich, was machen wir? Wir gehen ins Clubbing. Sag ich, was? Ins Clubbing. Sag ich, was ist Clubbing? Sagt er, die Disco. Sag ich, ach so, in die Disco, jetzt verstehe ich es. Ja? Und er wollte, ihr kennt es sicher, wer in Wien war, weiß das, vor allem in meinem Alter, also er wollte unbedingt in die berühmteste Disco Wiens gehen, in das U4, gibt es noch immer. Ja? Dann habe ich gesagt, na gut, gehen wir hin. Und ich sage, wir haben gut ausgeschaut, wir sind gut angezogen dorthin gekommen und da geht man so die Stufen runter in den Club. Und wie ich runtergehen will, kommt mir eine Art, ich sage mal Security oder Türsteher entgegen, der war sehr höflich zu mir. Der hat gesagt, entschuldigen Sie, hat er gesagt. Und dann hat er uns gesagt, ihr wisst aber schon, dass ihr nicht extra runtergehen müsst, wir holen eure Töchter auch rauf. So hat der Abend angefangen. Ne? Und ich weiß, dass jetzt die Jungen besonders lachen, weil die denken sich, alter Sack, warum gehst du doch in die Disco zum Sterben? Ja, geh woanders hin. Und das Problem ist, dass mir diese Sachen jetzt passieren, nicht nur in der Disco, wo es eben passieren kann, sondern auch ganz woanders. Meine Frau und ich, wir haben ein großes Glück, wir haben ein Privileg, wir haben ein Haus vom Berg, da beim Hochkar oben in Niederösterreich, ist wunderschön, sind nur wir und der Bau und da fahren wir halt raus, ab und zu am Wochenende, noch im Urlaub. Und meine Frau, die eine erfolgreiche Unternehmerin ist, lädt dann manchmal Gäste ein, manchmal auch Mitarbeiterinnen, die sie mag. Und unlängst war ich draußen im Haus und sie ruft mich an am Freitagabend und sagt, Nico, ich komme morgen raus, aber es kommt auch meine Kollegin mit ihrem Mann, die sind frisch verheiratet, die haben ein kleines Kind, die kommen morgen raus. Kannst du bitte morgen am Vormittag einkaufen gehen noch? Sag ich, ja, mache ich. Super. Nächsten Tag bin ich einkaufen gefahren. Ich stehe im Supermarkt, meine Frau ruft wieder an und sagt, Nico, du, die sind schon losgefahren, die haben nur nicht genug Windeln für die Kleine mitgenommen. Kannst du bitte im Supermarkt noch Windeln besorgen? Ich sage, sicher kann ich das. Aber aufgelegt.
Ich habe keine Ahnung, wo im Supermarkt die Windeln sind. Es kommt eine junge Supermarktfachverkäuferin auf mich zu. Ich strahle sie an, ich sage, küsse die Hand, hallo. Und dann habe ich zu ihr ganz laut gesagt, Entschuldigung, habe ich gesagt, wo habt ihr hier die Windeln? Ja genau, meine Generation lacht jetzt schon. Die war total nett, diese junge Frau, die wollte mir noch helfen. Ich habe gesagt, meinen Sie Babywindeln? Habe ich gesagt, welche sonst? Habt ihr welche in meiner Größe? Kann ich es in der Wurstabteilung probieren? Das gibt's ja nicht. Und dann habe ich was gemacht, das machen viele Männer, aber auch Frauen. Wenn sie mal, schau, da sitzen zwei junge Männer, weiß nicht, wie alt ihr seid, 25, 27, sowas in der Gegend. Ja, wirklich, gut, bitte, gern. Diese zwei jungen Männer, die haben einen Körper, ja? Ich habe eine Erinnerung an einen Körper. Also habe ich was gemacht, das machen manche, ich habe mich in einem Fitnesscenter angemeldet. Ist hier irgendjemand, der sich auch in einem Fitnesscenter angemeldet hat und dann nie hingegangen ist? Nein, ich war schon einmal dort. Einmal war ich dort. Kein Spaß, einmal war ich dort. Und dann steht dort wieder eine junge Frau, was heißt steht, vor mir hoppelt auf und ab, die Betty. Die Betty ist mein Personal Trainer. Und die Betty sagt zu mir, Herr Formanek, ist total schön, dass Sie sich angemeldet haben. Kommen Sie morgen gleich, Herr Formanek. Und wenn Sie morgen ins Training kommen, wenn Sie morgen zu uns ins Training kommen, Herr Formanek, wenn Sie morgen zu uns ins Training kommen, Herr Formanek, bitte, ziehen Sie lockere und bequeme Kleidung an. Ich habe gesagt, Schatzel, wenn ich lockere und bequeme Kleidung hätte, ich war halt nicht da. Ergibt keinen Sinn, oder? Ja, danke sehr, vielen Dank, vielen Dank. Nein, aber ich habe, wie gesagt, großes Glück, aber ich merke, dass ich älter werde und dass ich auch einiges, ist jemand da, der ganz frisch verheiratet ist oder frisch verliebt? Frisch verliebt müssen euch alle aufzeigen, alle Männer hier, aber da, mach keine. Ich war unlängst in der Show, deswegen ist mir eingefallen, weil da saßen gleich da vorne so zwei, ein ganz junges Pärchen, nachher, sie war 21, er war 22 und die waren frisch verliebt, die haben gar nicht die Hände von sich lassen, die ganze Zeit, die haben nicht mal klatschen können. Ich bin da oben gestanden, mir hat das schon so geärgert. Da habe ich gesagt, wie lange seid ihr schon zusammen? Haben sie gesagt, schon 3 Monate. Da habe ich gesagt, wow, goldene Hochzeit, bist du deppert, ja. Aber ich war ein bisschen sauer und sie können nichts dafür. Ich war ein bisschen neidig. Ja, weil ich habe gewusst, die schauen mir zu. Die denken sich vielleicht auch, der ist ganz lustig. Aber sie denken sich auch, wann ist der endlich fertig? Dann können wir zu Hause gehen. Ja. Und das hat mich geärgert. Dann habe ich zu ihnen gesagt, wisst ihr, genießt das. Das ist bald vorbei. Das verändert sich komplett. Nicht schlechter wird es, aber es wird anders. Romantik bei mir und meiner Frau, ein romantischer Abend sieht ganz anders aus. Wir kommen nicht nach 30 Jahren Ehe nach Hause und reißen uns schon im Vorzimmer die Kleider vom Leib. Ja, wir haben schon mal Angst, dass wir uns dabei verletzen könnten. Ein romantischer Abend bei uns zu Hause, der sieht anders aus. Wir setzen uns auf die große Ledercouch vor den großen Bildschirm. Und dann schauen wir uns gemeinsam eine Folge von Der Mentalist an. Weil meine Frau findet das so romantisch auf der Couch, da kann man kuscheln und knutschen. Und es ist so romantisch, sag ich, gut, es ist so romantisch. Also wir setzen uns hin, ich habe die Fernbedienung. Ja, es ist mein Netflix-Account. Ne? Dann sage ich, bist du soweit? Sagt sie, ja, ist so romantisch. Sag ich, super, so ein. Ja, schalt ein, ist so romantisch. Sag ich, okay, ich schalte ein. Die Episode beginnt zu laufen, es vergehen 20 Sekunden, vielleicht. Der Vorspann ist noch nicht zu Ende, höre ich von rechts schräg unten neben mir. Schatz, wenn du schlafen willst, geh schlafen. Ich schlafe nicht. Ich höre zu. Sag ich, hör auf, das ist nicht lustig. Das ist aber so romantisch. Da sag ich, nein, schalt wieder. Nein, ich schalte nicht ein. Das ist so romantisch. Nein, das ist nicht romantisch. Du schnaufst mir ins rechte Ohr. Nein, ich bleib wach. Bist sicher, ja. Sag ich, ja, ja, ich bleib wach. Okay, okay. Okay, ich schalte wieder ein. Es vergehen 10 Sekunden, sofort wieder. Jetzt sprichst du mit deiner Ehefrau wie mit einem Kleinkind. Ja? Du bist aber schon Jahrzehnte mit ihr verheiratet. Du stehst vor ihr und sagst, wenn du müde bist, dann geh doch ins Bett. Wenn du in diesem Ton mit deiner Frau sprichst, dann ist die Antwort meist mit einem leicht aggressiven Unterton versehen. Du liebst mich nicht mehr. Schau, er kennt das. Ich liebe dich total, Schatz. Aber ich will nicht, dass du neben mir ein Peitschenschlag-Syndrom bekommst, während wir Videos schauen. Und das Beste ist, jetzt ist überhaupt das Beste, wenn ich jetzt einschalte, sagt sie sofort, ah, die Folge kenne ich schon. Sag ich, Schatz, wenn du mehr als 40 Sekunden wach bleibst, ist die ganze Serie neu für dich. Ich schwör's dir.
Und was auch lustig ist, falls jemand da ist, der schon länger verheiratet ist oder zusammen ist, mir ist das aufgefallen vor ein paar Jahren das erste Mal, je länger man mit jemandem zusammen ist, und es läuft relativ gut, ja, desto absurder werden die Gründe, warum man überhaupt noch streitet. Also wir streiten kaum, meine Frau und ich, aber wir haben einmal furchtbar geschrieben, vor 3-4 Jahren war ein richtig heftiger Streit. Und zwar ist das so passiert, wir sind umgezogen. Und da muss man die alte Wohnung, die man aufgeht, muss man Besen reinmachen. Nicht? Dann wird gesäubert für den Nachmittag oder was weiß ich, keine Ahnung. Wir säubern. Und meine Frau kommt zu mir und sagt, du, wir müssen die Wohnung sauber machen, hilfst du mir dabei? Sag ich, natürlich. Hat sie gesagt, okay, du wischst die Böden auf. Sag ich, ja. Und sie hat gesagt, sie macht die Fenster. Ich gesagt, super. Wir sind dorthin gefahren, ich habe angefangen zu wischen, sie hat putzt. Irgendwann hat sich unser Streit daran entzündet, dass meine Frau der Meinung war, dass ich beim Aufwischen nicht fröhlich genug reinschaue. Habe ich gesagt, was erwartest du denn, dass ich singe, oh happy day. Und dann hat meine Frau einen Satz gesagt, den sagen Frauen öfters in so einer Situation und wir Männer verstehen ihn nicht, weil er für uns keinen Sinn ergibt. Weil sie schaut mich an und sagt, wenn du so dabei reinschaust, dann kann ich es mir gleich selber machen. Ja, mach halt, Schatze. Ne? Und jetzt kommt die größte Frechheit. Meine Frau darf diesen Satz verwenden, ich nicht. Nicht mal im Scherz. Ich habe das mal versucht. Ich sag immer, wir hatten unseren 2-wöchigen Sonntag romantischen Abend, meine Frau und ich, oder erotischen Abend, könnte man auch sagen. Bei uns ist immer, das ist auch, wenn man lang zusammen ist, da kriegt das so einen Rhythmus, der Sex. Gell? Bei uns ist immer Sonntag, humper, humper. Ne? So. Und meine Frau, also ich liege im Bett und sie ist auf mir drauf. Total geil. Und ich schaue rauf zu ihr und sage, Schatz, wenn du so dabei reinschaust, dann kann ich es mir gleich selber machen. Ja. Ich habe das auch für lustig empfunden. Ne? 2 Wochen Couch im Wohnzimmer. Mein persönliches Sexil, ja, dort habe ich gelebt. Aber bevor jetzt alle zu sehr verschreckt sind, es gibt einen Grund, warum meine Frau noch immer mit mir zusammen ist. Und ich glaube, das hat unter anderem damit zu tun, dass ich wirklich versuche, ihr alle Wünsche zu erfüllen, so gut ich kann. Ich versuche es immer wieder, es klappt nicht immer, aber ich versuche es. Und auch wenn es Wünsche sind, die erstmal nicht leicht zu erfüllen sind und die ich quasi erschnüffeln muss, weil ich es nicht gleich erkenne. Und da muss ich noch eine zum Abschluss eine Geschichte erzählen, das ist jetzt ungefähr 7 Jahre her. Meine Frau kam damals zu mir und meinte, ich sei zu füllig geworden. Also sie hat damals gesagt, Nico, du bist zu fett. Na, sie hat es nicht genau so gesagt. Sie hat gesagt, Nico, ich bekomme keine Luft mehr. Habe ich gesagt, komm Schatz, die paar Sekunden, wirklich. Nein, das ist ein Witz, das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz, ja, das ist ein Scherz. Aber sie hat damals recht gehabt. Ich habe fast 12 Kilo mehr gehabt und ich habe versprochen, ich nehme ab. Habe ich natürlich nicht gemacht. Und dann ist das Jahr zu Ende gewesen, naja, ich habe es wieder nicht gemacht. Und dann hat sie aber es geschafft, dass ich im nächsten Jahr verstanden habe, warum ich abnehmen muss. Und das hat sie so gemacht, wir sind gemeinsam mit den Kindern nach Italien in den Sommerurlaub gefahren, in die Nähe von Rimini. Wir sind dort angekommen, am nächsten Tag sind die Kinder gekommen und haben gesagt, Papa, wir wollen in den Aquapark. Kennt jemand einen Aquapark? Okay, ich habe das falsch eingeschätzt damals. Ich habe geglaubt, das ist ein großer Süßwasserpool. Da liege ich den ganzen Tag in einem aufgeblasenen Sonnensessel. Alle 15 Minuten kommt ein Italiener mit einem Stück Pizza vorbei und ich mache Ham. So habe ich mir das vorgestellt, aber das ist gar nicht so. Ich bin mit meinem Sohn rein, der hat auf ein Ding gezeigt, das war 10 Stockwerke hoch und obendrauf ist gestanden Il Scivolo Kamikaze, die Kamikaze-Rutsche. Mein Sohn hat gesagt, ich will darauf, habe ich gesagt, ich nicht. Ich habe gesagt, das ist wie eine Alpenbesteigung, ne? Im Alpen, wenn du auf die Alpen gehst, hast du Bergschuhe, Stutzen, Lederhose, Rucksack. Ich bin dort im Aquapark gestanden mit Flipflops, 12 Kilo mehr und einem damals zwar sehr modischen, aber für mich unglücklich wirkenden neonfarbenen Männer-String-Tanga. Schöne Träume, meine Damen. Ja. Wir mussten rauf. Im 5. Stock habe ich zu den Kindern gesagt, Kinder, das ist zu hoch. Haben die gesagt, nein, sage ich, doch. An mir sind gerade der Reinhold Messner und ein Yeti vorbeigelaufen. Das haben meine Kinder gar nicht verstanden. Im 7. Stock bin ich oben gestanden und habe gerufen, Ricola! Irgendwann war man dann ganz oben auf Kamikaze, ganz oben. Wisst ihr, was da oben war? Nix. Da war nur eine Holzplattform, in der Mitte war ein Loch. Sag ich zu meinem Sohn, sag ich, Severin, was mache ich? Da sagt der Papa, ist die Einstiegsluke. Sag ich, und er tust die Beine rein, dann gibst du einen Schubs und rutscht runter. Und man dachte, okay, rutschen kann ich. Ne? Man setzt sich hin und rutscht runter. Was kann da schon schief gehen?
Oh, ich habe mich an diese Luke gesetzt, ich habe meine Füße reingetan und habe ich ganz vorsichtig, habe mir einen Schubs gegeben, wirklich nur so, piep, also ich mache nur so, piep, es geht, fumm! Ich sage euch was, ich weiß, wie Rutschen funktioniert. Wenn man rutscht, dann berührt während der Rutschphase der Hintern die Rutsche. Wie ich da runter bin, habe ich währenddessen um mich rumgegriffen und da war nichts. Und wenn da nichts ist, ist das kein Rutschen. Dann ist es ein freier Fall. Und wenn man im freien Fall ist, hat man einen Fallschirm. Ich habe da unten eingeschlagen. Bei den Olympischen Spielen, da springen die Leute vom 10-Meter-Turm und unten macht es Pitschi. Ich bin da unten eingefahren wie eine nordkoreanische Wasserstoffbombe. Ich habe einen Tsunami ausgelöst. Menschen sind ertrunken. Mütter sind herumgelaufen. Wo ist mein Baby? Ich habe am Beckenboden so eine Delle hinterlassen. Dann habe ich mich irgendwie in den Beckenrand geschleift. Ich liege halbtot auf dem Beckenrand. Kommt meine Familie auf mich zu und ich denke mir, die werden sagen, ui Papa, das war aber schon ein bisschen heftig. Ha. Nein, mein Sohn kommt zu mir wie zu einem Volltrunkenen in der U-Bahn-Station und macht, puh, steh auf. Ich will weiter. Habe ich gesagt, was heißt weiter? Stellt sich heraus, Kamikaze war die lustige Rutsche. Mein Sohn wollte auf eine ganz andere, der wollte auf Il Tubo Gigantesco, das gigantische Rohr. Ja, das hat für mich auch wie ein Erotikfilm geklungen, nicht? Und wie der Erotikbranche üblich, im Film ist das Rohr immer größer als im realen Leben. Ich habe 12 Kilo mehr gehabt, das war höchstens ein Medium-Rohr. Und mein Sohn wollte unbedingt auf Il Tubo, weil Il Tubo, und jetzt kommt's, hat einen Looping. Ich lupe nicht. Das weiß ich jetzt. Il Tubo war noch höher als Kamikaze. Und da oben, ich erzähle es, ist kein Spaß, da war nicht einmal meine Einstiegsluke. Alles, was die da oben haben, ist eine Falltür. Wirklich, da musst du dich so draufstellen, musst dich ganz steif machen, dann geht die Falltür auf, du fällst runter, beschleunigst auf 60 km/h, damit du durch den Looping kommst. Das Problem ist nur, die Italiener haben den Looping für H&M-Models designt. Nicht für Österreicher mit der Aerodynamik eines VW-Käfers. Oh, ich habe mich auf diese Luke gestellt, genau so. Und die Falltür ist auch aufgegangen. Na, ich bin schon durchgefallen, das möchte ich schon sagen. Also ich stehe oben, die Falltür geht auf, ich runter, fumm, immer schneller, fumm, wieder rauf Richtung Looping, ganz rauf, und ich ganz oben im Looping war, so bin ich in diesem depperten Looping gesteckt. Die Italiener haben voll Panik bekommen, die haben angefangen von hinten oben Wasser nachzuschütten. Wie am Klo. Das Wiener Würstchen steckt fest, spült's ihn raus, spült's ihn raus. Hinter mir sind die Kinder nachgekommen. Unten sind die Mütter rumgelaufen. Wo ist mein Baby? Habe ich gesagt, das kommt heute nicht mehr, gell? Aber die Italiener sind nicht blöd. Italiener sind Ingenieri, Ingenieure. Und die haben dann wirklich ohne Scherz ganz oben hinten auf die Wasserrutsche einen riesigen Pressluftkompressor gestellt. Plötzlich höre ich von hinten, denk mal, was ist jetzt los? Immer lauter, mir jetzt die Ohren wegen einem Luftdruck schon verschlagen, immer mehr. Mich hat es unten aus dieser Rutsche rausgeschossen. Ich habe auf dem Becken dreimal aufgesetzt, wie so ein Kind, das ist ein Stein, den du wirfst. Beim dritten Mal bin ich über ein Kind geflogen. Das hat gerufen, Free Willy! Dann habe ich einen Zaun durchschlagen, bin rausgeflogen Richtung Sonnenuntergang auf dem Parkplatz, Sektor A, B, C, bei F bin ich zu liegen gekommen. Und ich dachte, shit, jetzt muss ich wieder aufrappeln, zurück zu dem Loch im Zaun, ne? Ich gehe zurück im Loch im Zaun, steht dort schon ein Italiener, strahlt mich an. Biglietto per favore! Sag ich, Alter, schau mich an, ich trage Flipflops. Einen neonfarbenen Stringtanga.
wo soll ich bitte ein Billetto haben? Daraufhin schaut er mich an, ganz ruhig, schaut mich an und sagt, also er sagt zu mir plötzlich, also ich, sagt er, also ich sehe nicht einmal mehr einen Tanga. Und da habe ich gewusst, dass ich abnehmen muss und habe es auch gemacht. Vielen Dank, Salzburg, war meine Freude. Schönen Abend noch. Danke sehr. Wo ist das Ding?